Die Adler Ellinghorst haben zwar einen schönen Platz zum Kicken, für das Vereinsleben abseits des Platzes bleibt aber nur wenig Raum. Deshalb bauen die Adler jetzt an. Wo im Moment noch Wald ist, soll bald ein neues Vereinsheim stehen. Die Pläne liegen zwar schon lange auf dem Tisch, aber erst seit Andreas Knittel sich um das Marketing kümmert, ist Schwung in die Sache gekommen. Also wir sind jetzt seit 7 Monaten mit einem Team dabei, dieses Vereinsheim ins Leben zu rufen. Wir haben also eine ganze Menge Arbeit gemacht. Wir haben viele Sponsoren angeschrieben und haben versucht, Gelder dafür zu bekommen. Das ist eine ganz schwierige Sache in der heutigen Zeit. Aber am Ende hat es geklappt. Von den nötigen 40.000 Euro haben die Adler durch Sponsoring und eigene Projekte bereits über die Hälfte aufgetrieben. Der Rest soll bald folgen. Auch der Bauantrag ist durch, trotz Hindernissen. Problem an der ganzen Geschichte war, dass wir im Landschaftsschutzgebiet sind hier. Von daher ist es sehr schwierig, hier eine Baugenehmigung zu bekommen. Die Stadt Gladbeck hat uns dabei unterstützt und wir haben viel Glück gehabt und haben die Baugenehmigung bekommen dafür. Und das war auch dringend nötig, denn für die 280 Vereinsmitglieder ist das bisherige Gebäude viel zu eng. Ein einziger Raum dient den Adlern als Büro, als Pokalzimmer und als Abstellkammer. Platz zum Zusammensitzen bleibt da keiner mehr. Das neue Vereinsheim ist eigentlich für das Vereinsleben, was hier eben nicht da ist. Wir haben also keine Möglichkeit, im Winter uns irgendwo vernünftig unterzustellen, etwas zu trinken, etwas zu verkaufen. Und das ist das, was wir uns hier aufbauen wollen. Am 1. Oktober beginnen die Bauarbeiten. Nächstes Jahr feiern die Hobbykicker dann ihr 50-jähriges Bestehen. Und natürlich wollen die Adler Ellinghorst dieses Fest in ihrem neuen Vereinsheim feiern.